Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Xenoblade Chronicles. Ich bin es, euer DMC Muffix. Beim letzten Mal sind wir hier auf den Berg Wallach gegangen. Wir wollen über den Arm des Bionis ins Schwerttal kommen und dann schließlich auf Mekonis, die Heimat der Mekons, reisen. Denn dort wird Fiora sein oder das, was von ihr übrig ist. Was hier genau mit Fiora ist, warum sie in einem Mekon steckt und sich nicht an uns erinnern kann, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, Antworten werden wir dort bekommen. Und deswegen reisen wir nun hier dorthin. Leicht wird es sicher nicht, aber wir werden es schon schaffen. Dazu sind wir hier in einer riesigen Eislandschaft, die übrigens wieder schon mal fantastisch aussieht, Leute. Eigentlich wie jede Region in dem Spiel. Ah, das ist irgendwo ein Gegner. Ist das ein gescheiter Gegner vielleicht? Wo sind denn die? Ah, oh, nee, das sind nur diese Rift Nebula. Der sollte... Ah, da vorne. Na, auch schon wieder Rift Nebula. Nee, will ich nicht. Zumindestens... Oh, nein, 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 nein. Tot. Ich hab's überlebt, aber wie knapp bitte. So, zumindest wir reisen nun hier zumindest runter. Der liebe nette Elvis will uns noch etwas zeigen hier. Was das sein will, hat er noch nicht verraten, aber ich bin gespannt hier. Und was ist das hier für ein riesiger Wurm? Special Gegner. Wahrscheinlich gleich wieder Level 5. Ja. Oh, Level 47! Warum sind die Gegner jetzt schon so stark? Ich dachte, mit Level 50 sind wir jetzt eine Weile hier außen vor. Egal, wir holen uns den jetzt. Fischi, 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 Fischi! Fischi, 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 Fischi! Fischi! Du blödes Viech, komm runter! Da, Fischi, 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 Fischi! So, wollen wir irgendwas mit dem Menado machen? Ja, hauen wir mal hier ein Dings da, Schmelzschnack. Zack, das Viech ist jetzt ein bisschen härter. Ja, schon 5, was? Da macht er so viel Schaden. Finde ich gar nicht gut. Willst du mal in eine andere Richtung schauen? Fände ich super, dann kann ich erstmal den machen. Ich kann mir nicht hinten stellen. Na egal, 6000 Leben sind trotzdem nicht wenig. Bam. Bam. Hier nochmal von der Seite, zack, und jetzt, jetzt haut er mich wieder an. Egal, kriegen wir auch so lange, Leute. Wir haben ja hier Schade und so gute Heilerin. Schön, musste sein. Leute, ihr kennt meine Meinung zu den Heilern in diesem Spiel. Die effektivsten aller Zeiten. So. Wäre die Kiste jetzt runtergefallen, hätte ich ihn richtig aufgeregt. Warum ist dieses Vieh schon so stark? Ich dachte, mit Level 50 sind jetzt die nächsten 10 Jahre erstmal sicher. Hey, warte. Wo soll ich denn hin? Ich dachte, ich soll da hin. Warte mal, ich gehe da jetzt nochmal hoch. Ich muss mir das mal auf der Karte anschauen. So. Weil das ist gar nicht mal so leicht, wenn hier überall Eishügel sind. Kann mir irgendwo das Ziel eingeblendet werden? Ach, super. Ja, mehrere Orte. Ja, dann erkenne ich es natürlich super. Ich hüpfe da jetzt mal hoch. Nochmal kurz. Ich will eigentlich noch eins von diesen Fliegerviechern da besiegen. Dann erhalten wir hier noch eine kleine Questbelohnung. Aber sieht schlecht aus. Hier übrigens wieder ein sehr schönes Soundtrack-Stück. Muss ich gerade leise sein, Leute. Den Soundtrack in diesem Spiel muss man ja immer genießen. So. Am besten hat mir immer noch das Soundtrack-Stück, also von Nicht-Kämpfen gefallen, war das, also was nicht irgendwie in spannenden Super-Cutscenes oder so war, das mit Abstand immer noch das Stück hier am Bein des Bionis, Leute. Das ist ein fantastisches Musikstück. Ja, wir sind hier schon auf dem richtigen Weg. So, wir sehen das Ding ja auch, oder auch nicht. Leute, ich habe ungefähr eine Sicht von, ich weiß nicht, nichts. So. Liebesch. Mit denen möchte ich nicht spielen. Level 97 oder was die auch gerade immer waren, ist ein bisschen halt zu hart, glaube ich, für mich. Oh, Leute. Ach, Leute. Solche Gegner. Ach, die stehen jetzt hier überall. Okay, aber es sind Gegner, die nicht angreifen. Oder? Wollen wir es mal testen? Oh, nein. Lieber nicht. Da irgendwo ist noch ein Kristall. Kommen wir da irgendwo ran? Ach, ich will es jetzt nicht. Ich will es jetzt gar nicht testen, Leute. Ich hüpfe da jetzt lieber ganz entspannt runter. Ignoriere die ganzen starken Gegner. Oh, wollen wir kämpfen? Level 96, mein Gott. Ich besiegte Level 96er Firmen in Leidigkeit. Muss ich mich doch nicht mehr anstrengen. So, greif mir die Viecher mal. Die sehen süß aus. So, die sind jetzt wieder Level 40. Das sind mal gescheite Gegner. So. Nur aufpassen, dass das Brutern-Viech hier nicht zu nahe kommt. So, komm, locken wir die mal ein bisschen hier runter. Sehr schön.
Kommt zum kleinen Maxi. Super. Weil Leute, ihr kennt es ja, wenn das Vieh kommt, Einschlag auf uns, Einschlag auf Schala, zwei Schläge auf Dammer. Auf Rayman natürlich. Ja, Mann, den kriegt man nicht down. Den kriegt niemand down. So, 50 Erfahrungspunkte. Ach, Leute. So können sie mal down, bis wir das nächste Level erreichen. So. Zack. Mitgenommen. Und ansonsten ist hier nichts. Okay, gut. Da ist einer. So, die Liebe will ich mir jetzt unbedingt holen. So, weil die fliegt echt unter, nah beim Boden. Da könnte man Stein hochwerfen. Ja, sehr gut. So. War das nicht dieses Boss-Fight-Viech, was wir hatten, bevor wir zum Gefängnisturm gekommen sind? Sah ihn nicht auf. Oder alles geht in meine Richtung. Ey, was mache ich denn da? Egal, ist ja gar nicht mehr so schlecht gewesen. So, zack, heim muss nochmal kurz hochkommen, fertig. So, Leute, ich hoffe, wir können bald Technikbücher weiter kaufen. Ich will unbedingt das Technikbuch hier, dass ich den Rückschlag und am besten auch noch hier den Luftheb, die andere Fähigkeit, voll upgraden kann. Brauche ich unbedingt. Und natürlich die Heilungszauber von Charla. Aber leider habe ich mir da wirklich schon alles zusammengekauft fürs Erste. Blöd. Naja. So. Die Gegner greifen alle eigentlich nicht an. Das finde ich ganz nett, Leute. Endlich mal friedvolle Gegner. Ja, meine kleine, süße Vieh. Bagner Schneefeld. Ha. Wunderbarer Ort. Genau. Sieht komplett anders aus wie der Rest hier. So, was sind das für Steine? Leuchten die einfach nur so zum Hä? Oh, Leute. Warte mal. Jetzt ist es Nacht, oder? Oder? Oh, Leute, sieht das jetzt hier schön aus. Also teilweise ist man schon echt bin ich schon echt begeistert von dem Spiel, Leute. Anstatt dass man hier einfach so eine standard langweilige Skyrim-Landschaft macht mit Schnee, noch mehr Schnee, Berg, Hügel, großer Hügel, Leute. Schaut euch mal an, wie geil das hier aussieht. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass wir so weit unten sind oder einfach das Nacht geworden ist, aber was auch immer, Leute, schaut euch das mal an. Auf einmal fangen die hier an zu leuchten, Leute. Wie schön es jetzt hier einfach aussieht. Oh, Leute. Sieht so fantastisch einfach aus. Einfach. Oh, das sieht so gut einfach aus. Ach, Leute. Xenoblade ist schon echt ein wunderschönes Spiel. So. Eine neue. Die Loffers liebe ich. So. Ha, sehr schön. Sehr gut gemacht, mein Kleiner. So. Bam. Und jetzt von hinten draufhauen. Nein, ich will. Naja, wir könnten gleich eine Angriffskette starten. Machen wir das mal? Naja, wohl. Na, Mama. Lohnt sich zwar eigentlich nicht für das Viech, aber egal. So, da machen wir erstmal. Oh, das funktioniert ja gar nicht, gell? Ja, war klar. Aber versuchen wir es. Niederschlag. Dann. Donnerschuss. Keine Ahnung. Bringt es eigentlich echt nicht. Aber egal. Das nervt mich immer an fliegenden Gegnern, dass man die nicht umwerfen kann. Ich finde das echt schade. Oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht, dass man die vielleicht. Wie beispielsweise Telefa irgendwie einfach betäuben kann, aber. Ja, Telefa kann man auch nicht sich betäuben. Aber irgendwie, dass man einfach alle fliegenden Gegner irgendwie betäuben kann. Wäre ganz nett, wenn sowas geben würde, aber. Naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Ah, das rote Viech sollte man übrigens, glaube ich, nicht angreifen. Ah, nein, ich wollte runter! So. Schon wieder überlebt. Jetzt sind wir im hohen Knochen. Haha, Leute, wird immer knapper. So, Level 47 ist der verdammte Viech jetzt schon wieder. So, Schadensimmunität. Aha, cool. Das hört sich mal gut an. Alleine auf das Viech schießen oder hüpft ihr da jetzt runter? Das wäre jetzt cool. Mach doch einfach deinen Donnerschuss, Mann, Mädel. Da kommt das Viech schon. Okay, dann schauen wir uns so lange die schöne Gegend hier an, Leute. Boah, das könnte mein neues Lieblingsgebiet werden. Ja, okay, der RFC sieht aber noch ein Stückchen schön aus bei Nacht. Muss ich schon sagen. Ich glaube, das Tentakel. Was ist es denn eigentlich? Der Fisch hier will nicht gegen uns kämpfen. So, jetzt hat er uns gesehen. Super. Locken. Ich will ja ein bisschen hinterlocken hier. Rain! Wenn ich laufen muss, mag ich den. Schön, kommt, und jetzt nochmal.
So, das Viech ist aber ganz schön groß. Au, au, au. Fieses! Viech! Bam und... Bam und zack! Hauen wir einfach alles drauf wieder. So wie eh und je, Leute. Unsere beste Kampfstrategie. So, und weil wir einfach hier eine schöne Monaro-Energie haben, gibt es gleich noch einen... Kein Impuls. Ein Schmetterschlag in der... 7000 Schaden, nicht schlecht. Schade, steht mal bitte wieder auf. Also mir geht's gut, ich weiß gar nicht, warum wir alle so wenig leben. Ich, der immer da hinten stehe und warte, bis sich der Rückenschlag aufgeladen hat. Ich sag ja, mich stört es nicht. So. Ein Drachenzahn, nett. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, den Sprung überleben wir definitiv nicht. So. Aber muss man auch schön mal wieder hier loben, damit... Schau mal, da hinten ist die Arztsäule, die wir erreichen müssen. Schau euch das mal an, Leute. Wenn das nicht wunderschön aussieht. Ihr wollt zum Turm, direkt den Tunnel nach unten. Okay. Cool, dankeschön. Oder ich fliege einfach. Nee, aber muss ich sagen, ich finde wirklich nett an dem Spiel, dass... Fuck, da weiter weg. Ja, ich finde es auch so. Ich kenne mich doch hier aus, Leute. Wie in meiner Westentasche. Was soll ich sagen? Dass man halt die Option hat, immer hier Regionen zu erreichen, indem man halt irgendwo runterspringt. Also man kennt es ja in vielen Spielen, dass man da beispielsweise Tales of Xillia, wo man immer, wo es die Option beispielsweise springen oder fallen gar nicht gibt. Da gibt es eine Kante, an der kannst du runterspringen und es gibt eine Kante, an der du nicht runterspringen kannst. Aber das war's. Ich meine, hier kann ich überall runterhüpfen und überall drauf springen und das ist immer echt schön. So, sicher, dass das der richtige Weg ist. Au. Verdammter Nobbon! Ich hasse Nobbons, ist mir gerade mal aufgefallen. Der hätte uns ja mal vorwarnen können! Leute, dass man hier erstmal 20 Meter. 20 Meter. Sind das 100 Meter eher? 100 Meter runterstürzt? Wäre vielleicht mal eine Erwähnung wert gewesen. Nö. Der blöde Schulk und seine Party, die könnten da ruhig runterfallen. Stört ja keinen. So, alles gut da hinten? Ich glaube nicht, aber naja. Ein bisschen der geknickste Stolz, ein paar geknackste Knochen, nichts. Nicht schlimmer als das. Komm, kleines Gehirntrauma, passt. So, noch ein Doppelblager. So. Ein Shop. Hallo. Kauf mal. Technikbücher. Nein, es gibt. Oh, es gibt Technikbücher. Sehr cool. Heiler machen. Ja. Ich benutze Ricky nie im Kampf, deswegen lohnt es sich echt nicht für den zu kaufen. Ich würde maximal was für Melia und Damban noch kaufen, die jetzt nicht in unserer Party sind. Obwohl, es sind ja eigentlich alle außer Ricky. So, ja. Ja. Also, ja. Brutal. Mache ich natürlich. So. Mach ich doch gerne. Immer wenn ich Leuten helfe, dann mag mich Schala mehr. So, finde ich super. Schala ist leicht zu beeindrucken. So. Zack. Ich helfe denen zwar wirklich nicht, ich sage nur, ja, ich werde euch helfen. Ja, ganz klar. Und dann 100 Jahre später habe ich denen immer noch nicht geholfen. Aber ich bin einfach voll der nette Typ. Schala mag das an mir. So. Was bist du denn? Siehst irgendwie ein bisschen stärker aus. Atomix und dann hieß da. So, Level 46, warte, also Leute, hätte ich jetzt hier nicht mal eine 5 Level gemacht, dann hätten wir jetzt wirklich hier richtig zu kämpfen. Eigentlich muss ich nach jeder Aufnahme-Session immer gleich mal 5 Level wieder mehr machen. So, das liegt aber auch wirklich daran, wie ich spiele, weil ich wirklich sehr wenige Nebenquests mache. Ich weiß, man könnte da wunderbare Nebenquests und so machen, aber ich muss erstens, wie gesagt, habe ich schon gesagt, Nebenquests bin ich nicht so besonders und wir stehen ja immer noch ein bisschen unter Zeitdruck, denn ein kleines anderes Spiel, wo wir uns, ich schätze mal wirklich mal, vielen Quests widmen würden. Sehr vielen. Und zwar das liebe nette Xenoblade Chronicles X, was ja irgendwann mal kommen wird. Da werde ich mich bemühen, mehr Nebenquests zu machen. So, also es wird vielleicht nicht so umfangreich wie beispielsweise ein Kingdoms of Amalur: Reckoning, wo wir, ich habe ja das Spiel, muss ich ja sagen, sage ich immer wieder gerne, ist mein längstes Let's Play Projekt aller Zeiten, das war dumm, egal, mit unglaublichen 236 Parts und in diesem Spiel
Das Spiel habe ich danach nochmal auf der PS3 gespielt und zwar auf Platin-Trophäe, also habe ich auch geschafft. Und Leute, in meinem Walkthrough hier von dem Spiel, Leute, haben wir wirklich ungefähr 90% aller Quests gemacht. Also im Endeffekt, wir haben das Spiel wirklich fast tot gespielt. Wenn das nicht mal ein Statement ist. So werden wir vielleicht nicht ganz so machen, weil ansonsten, glaube ich, sitzt man hier noch 100.000 Jahre an dem Spiel, aber ansonsten, wer weiß, vielleicht schon 2000 Heartbreak. Easy peasy. So, zack. Zack. Jetzt noch ein schöner Rückschlag und dann war's das. Ich liebe die Attacke. Die Attacke ist zwar komplett unfair, weil man wirklich den Leuten in den Rücken haut. Aber egal. Aber egal, Leute. Wer braucht bitte Fairness und sowas? Alles überbewertet, Leute. Sportsgeist, Fairness. Leute, was ist mit euch? Zack. Der Schlag. Komm, haust du einen um bitte für mich? Eher nicht, oder? Ach Leute, es wäre so cool, hätte hier unser lieber netter Rain eine Fähigkeit, wie eben unseren Schwerthieb, dass er halt Gegner, so wie wir, mehrere Gegner gleichzeitig in Schwanken bringen können, dass er mehrere Gegner umhauen können, Leute. Das wäre so cool einfach. Leider geht's nicht, also haben wir zumindest noch keine solche Fähigkeit. Ah, es wäre fantastisch. Es hat uns gerade geschockt, das kann man nicht gehen, oder? Egal. Ich muss mich nicht mal bewegen, um euch fertig zu machen. So. Habe ich diese Quest jetzt erfüllt? Ich sag jetzt einfach mal ja. So. Oh, Leute, ein Wasserfall. Nee, kein Wasserfall. Das ist, ein Geysir, oder? Warte mal. Weil da kam doch gerade Wasser nach oben geschossen. Ja, ein Geysir ist es. Sehr schön. So ähnlich wie der beim Wald von Magna, wo wir uns nach oben geportet haben, hier zum RFC. Kann man nicht machen, oder? Nein. Mirigi mag mich nicht. Wir können einfach mal kurz in die Harmonie reinschauen, einfach mal aus Interesse. Ist ja klar, mit welchen Charakteren ich eine hohe Harmonie habe, und zwar Rain und Schala, weil ich die immer dabei habe. So. Schauen wir mal kurz rein. Ah, Rain liebt mich. Und Schala mag mich gerne. Der Rest hasst mich. Der Rest hasst mich. Wir könnten einfach mal, weil hier wir noch ein bisschen überpowered sind, können wir jetzt einfach mal hier, warte mal. Wir tun jetzt hier einfach mal hier Dumba, würde ich sagen, in unsere Party rein. Dumba. So. Warum nicht? Dann gehen wir noch kurz mal hier. Ach, verdammt, das muss man auch hier machen. Ah! Blödes Spiel. So, zack, und jetzt haben wir es. Nochmal nur schauen, ob wir vielleicht eine neue Waffe für ihn haben. Ihr kennt jetzt schon die Leute, die nicht in meiner Party an, die schaue ich nicht mal an. So, wer hat das ausgerüstet? Dann mal, Rain, das ist sehr gut, dann geben wir ihm das gleich. Dann geben wir ihm auch das. Nein, jetzt. Das war dumm. So, den will ich ihm natürlich geben und das passt. So, hier haben wir noch was Schönes für ihn. Nee. Jawohl, wartet. Da. Oh, das sieht kacke aus. Ja, Leute, man muss hier auch ein bisschen auf das Ästhetische achten. Wenn es nicht gut aussieht, dann kann man es ja eh wegschmeißen. So, sortieren. Rang. So. Geben wir ihm das. Dschungeltop. Eigentlich will ich ihm die Kleidung wirklich lassen, weil die Kleidung sieht so gut aus. So. Wert. So schaut man das nach. Ich glaube, das hat. Ne, das hat ein Dammmann. Okay, ich dachte, das hatte schon irgendwie Schulkern. Die Kleidung sieht aber kacke aus. Das ist eine Standardkleidung, die sieht super aus. Ja, wir lassen jetzt die Kleidung, Leute. Die sieht einfach so super aus. Ich würde die eigentlich am liebsten bis zum Ende des Spiels eben hier lassen. So, dann schauen wir hier noch bei Armen. Da hat er gar nichts ausgerüstet. Das ist ganz schlecht. So, zack. Dann hier schauen wir auch noch. Tun wir auch noch eine Rune rein. Oder einen Stein oder was auch immer. Die Schatten-Leggings. So. Zack, zack, zack. Einzigartig. Wert natürlich. Kann alles nicht anziehen. Hier, das kann er anziehen. Die Hosen sehen blöd aus.
Ich bin hier, glaube ich, zu penibel. War eigentlich sehr wichtig, dass sie stark sind, aber. Ja, Leute, eigentlich, ich hätte eigentlich Modeberater werden sollen. Gefällt mir auch nicht. Ja, müssen wir noch ein bisschen hier Rüschen drauf tun, dann sieht das alles besser aus. So, geben wir noch irgendeinen Stein und dann ist jetzt Dammann voll in der Party rein. Einmal können wir noch kurz in die Technikpunkte schauen. Ich glaube, es könnte sein, dass ich da mit Dammann noch ein paar habe. Ein paar viele sogar, 37.000. Verdammt. Dachte ich mir fast. Mit Dammann haben wir noch kein neues Technikbuch gekauft. Das heißt, er ist immer noch mit seinen Anfangsfähigkeiten. Das ist sehr unschön. Aber egal. Da die Gegner hier noch Level 44 sind, sollte man die auch so down bekommen. 800 Leben hat er schon verloren. 800 Leben? Wie schafft er denn das? So, wir müssen mal schauen, wo wir Technikbücher für den herbekommen. Wo wird es denn Sinn machen, für ihn Technikbücher herzubekommen? Ich würde jetzt einfach mal sagen, Kolonie 6. Würde ja ziemlich viel Sinn machen, weil da kommen ja alle her. Ich meine, die Technikbücher hier von Rain und Schuld gab es ja auch da, aber von Dammann? Lass mich lügen, aber da gab es keine. Ich weiß, dass ich da nochmal nachgeschaut habe. Das finde ich gerade echt nicht cool. Na egal. Kriegen wir auch so hin. So, zack, zack. Und was haben wir hier? Atomic Skaradova. Komm, wir holen uns den Vorteil. Und wir sind übrigens in der falschen Richtung wieder unterwegs. Und ich glaube, dieses Viech können wir sogar nicht erreichen. Sehr gut. Siehst du mich? Aber Leute, da war das einfach so cool mit seinem Schwert. Muss ich ihn einfach in meiner Party haben. Ich kann ihn nicht angreifen, den Vogel. Musst du den Vogel genauso hinlocken, dass wenn ich jetzt einen Schritt vorgehe, instant tot bin. Oh nein. Jala! Nein! Ein Leben. Ein Leben. Ein Leben. Jala! Respekt an dich. Übrigens, ich lasse dich da jetzt zurück, okay? Kein Problem, oder? Ach, Leute. Genau das wollte ich sagen. Dass wenn er jetzt eine Attacke macht, dass er uns runterhaut. Und dann macht er diesen Wirbelsturm. Leute, um einen haben wir unsere ganze Party runtergeflogen. Wäre auch lustig gewesen. So. Immerhin ist es in diesem Spiel schön, dass man, wenn man stirbt, dass man da nicht weg ist. Nee, finde ich eh furchtbar in Spielen. Also, Leute, wer sich sowas ausgedacht hat, weiß ich auch nicht. So, jetzt ist Tag. Aber hier leuchtet immer noch alles schön, das mag ich. So. Wir sind ja fast da, oder? Sehe ich das richtig? 340 Meter noch. 320. 300. Ja, nee, das ist hier schon der Eingang zu dem Turm. Warte mal. Oh, Leute. Ha! Ging ja schneller als gedacht hier. Wenn mir hier einfach ein paar Berge runterfällt, dann geht sowas immer schneller als gedacht. Kannst du mich an, Vogel? Bitte, ich habe gar keine Lust auf dich, okay? Ich möchte ja ganz entspannt in den Berg reingehen und schauen, was hier mir unser guter Freund, der Elvis jetzt zu erzählen hat. Weil das interessiert mich eigentlich schon. Wir speichern übrigens mal kurz. Zack, überspeichern wir unseren schönen altes Savegame hier. Das war ja nur hier aus Showzwecken noch da. Und jetzt geht's hier rein. Leute, was für Geheimnisse werden wir hier im Siegelturm finden? Vielleicht etwas über Schulks Geburt? Vielleicht über das Monado? Oder vielleicht etwas über den Michonis? Wer weiß, wer weiß. Oder auch nichts. Oder auch nicht. Ruins. I wonder who built them. Elvis? This the place you meant? It appears to have frozen over while I have been away. Been away? Pay me no mind. We will need to do something about the ice before we can enter. Throw hot water on ice! Yeah, nice one, genius. Precisely. There should be a geyser nearby. In the cave next to it, we will find a stone called Magma Rock. And we can use this rock to melt the ice. I believe so. So, shall we head to the cave? Sounds good. Start looking for a geyser, everyone. Den habe ich doch schon längst gefunden hier, meine Freunde. So, den Magma-Stein, mit dem sieht es leider anders aus. Wo der jetzt ist, weiß ich jetzt nicht genau. Naja, werden wir auch finden. So, jetzt schneit's hier. Jetzt sitzen wir wahrscheinlich so schön auch so schön. Das sah schon hier echt schön atmosphärisch aus, aber naja. Bei Nacht sieht es aus, als wäre es wärmer. Am Tag auch merkwürdig, aber egal.
So. Jetzt schneit hier wieder alles. Aber egal, so. Wir sind eh bald nochmal in dem Gebiet. Hoffe ich zumindest. Und dann am Schwertal. Dort, wo einst die Schlacht hier stattgefunden hat, vor einem Jahr, die wir am Anfang gesehen haben, im Prolog hier des Spieles, wo der liebe nette Dumba und Dixon hier im Alleingang hier die Mekons gestoppt haben. Und Dumba seinen Arm eigentlich verloren hat. Im Endeffekt. Er kann ihn ja immer noch nicht gescheit bewegen. Und deswegen kämpft er auch immer noch mit nur einer Hand. Trauriges Schicksal. Warum ist eigentlich die Schale schon Level 51 und gleich Level 52 und Schulki und Dumba nur Level 50? Klar, die wichtigen Charaktere haben ein niedriges Level. So habe ich mir das vorgestellt. So, und da sind wir schon beim Geysir. Oder? Wo bin ich? Oh oh. Nein! Leute, cool. Jetzt kommt die Mörder-Arsch-Bombe! Wie komme ich da jetzt wieder runter? Will ich da jetzt runter hüpfen? Ach nee, Leute. Ich will da jetzt nicht runter hüpfen. So, rote Zucchini. Wunderbar. Die wachsen im Schneefeld. Also auf die obere Etage müssen wir nicht. Wir müssen schon wieder auf die untere Etage. Das ist der Siegelturm, da geht's weiter. Da. Gut, dann porten wir uns einfach mal kurz. Wir waren noch beim Jack Gate hier schon. Achso, das ist kein Ort, den man erkunden kann, oder? Super. Geysir? Möchtest du mich dann nicht runterhauen? Das ist, lass mich raten, das ist kein Geysir. Sehr gut. Warte mal, kann ich da einfach reinhüpfen? Bitte, 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 sterbe ich nicht. Bitte, 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 bitte. Ein Meter Wasser. Okay, von oben sah es so aus, als wäre da so gut wie kein Wasser. Haben wir nochmal Glück gehabt. So, dann auf zum Magmastein. Wo auch immer sein mag. Müssen wir einfach nochmal zurückwatscheln, oder? Egal, wir haben ja Zeit. So. Und ich will ja auch mal hier sehen, was Dumba dann so im Kampf hat. Weil ich möchte einfach Dumba eine Party haben. Weil Dumba einfach cooler ist. So. Dumba ist einfach der Auftritt. Erinnert ihr euch noch, als wir hier bei Kolonie 6 rausgegangen sind und hier diese ganzen Mekons so in Angriff von er einfach mit Dixon kam, Leute, das war doch einfach der super, super, super Auftritt. So, Küsten, Bison, keine Lust auf dich. So, wir sind bei 27 Minuten, dann würde ich sagen, werden wir uns jetzt hier so langsam zum Ende des Partys bewegen. Beim nächsten Mal werden wir versuchen, dann den Magmastein zu finden und dazu müssen wir wahrscheinlich hier in die Höhle gehen. Und schauen, was hier sich so verbirgt. Wir haben ja hier schon am Anfang gesehen, dass es ja auch Lava-Ebenen gibt, was schon ganz merkwürdig ist. Aber egal, ich bin gespannt, was sich hier so in der Lava-Höhle befindet und was uns dann der liebe nette Elvis erzählen will. Doch das werden wir nicht in diesem Part erfahren, sondern erst im nächsten. Wir schauen uns noch kurz davor hier an. Hier ist so, ihr ignoriert mich, finde ich ganz nett. Da hole ich mir noch ein bisschen Feueräther. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Bis dahin, haut rein, euer DMC Mafix. Ciao!